Hallo, grüß euch. Heute mache ich wieder einmal einen österreichischen Mehlspeisen-Klassiker, die Sachertorte. Das weiß eh jeder, ist eine Schokotorte. Und ich habe ein ganz einfaches Rezept. Das sind die Zutaten. Wir brauchen Eier, dann habe ich da Rohrohrzucker, Butter, eine Zartbitterschokolade, ein helles Dinkelmehl und dann zum Füllen und für die Glasur brauchen wir Amarillmarmelade und Rum, Schokolade und Butter. Und jetzt geht es zur Zubereitung. Ganz am Anfang tue ich mal die Schokolade in so einen Topf rein und das stelle ich ins Rohr bei ca. 100 Grad, damit es schön schmilzt. Jetzt werden die Eier getrennt. Das Eiweiß wird jetzt mit einer Prise Salz steif geschlagen. So, wenn der Eischnee fertig ist, dann nehme ich die Dotter. Zu den Dottern kommt der Zucker und die Butter. Die muss natürlich schon schön zimmerwarm sein. Und das wird jetzt schaumig gerührt. Die Schokolade ist in der Zwischenzeit geschmolzen und ich habe das Backrohr jetzt weiter aufgedreht auf 180. Und damit sie schneller schmilzt, können sie vorher noch in Stückchen schneiden. Die ist jetzt eh nicht mehr ganz brennheiß und kommt da in die Dottermasse eingekriert. Und jetzt kommt abwechselnd Eischnee und Mehl untergriert. Also schön kamot untergehoben. Das Eischnee habe ich übrigens noch einmal müssen aufschlagen, weil wenn es länger steht, setzt sich oft wieder die Flüssigkeit ab. Das Mehl gebe ich durch ein Sieb, weil da sind ja so Klumpen drin. Jetzt habe ich da eine Springform genommen und habe da ein Backpapier eingeklemmt vom Boden, mit Butter das Ganze ausgeschmiert und noch Mehl reingestäubt. Und da kommt jetzt die Masse rein. Und jetzt kommt sie ins vorgeheizte Backrohr und der Rost ist auf unterer Schiene. Das ganze Haus duftet schon. Nach 50 Minuten jetzt kommt die Torte raus. Schaut's aus. So, die Torte ist jetzt ausgekühlt und ich habe sie umgedreht, weil die Unterseite viel ebener ist. Und da habe ich ein Wasserbad aufgestellt, weil die Schokolade für die Glasur muss jetzt geschmolzen werden. Also ihr könnt das wieder im Backrohr machen oder eben diese Methode, wollte ich auch sagen einmal. Einfach einen kleinen Topf mit Wasser und eine Schüssel rein, das Wasser so leicht zum Sieden bringen und die Schokolade in kleine Teile bröckeln und der Butter dazu und fertig ist die Glasur. In der Zwischenzeit fülle ich jetzt die Torte und zwar schneide ich sie zweimal durch und werde sie mit Marillenmarmelade bestreichen. Und das Durchschneiden funktioniert folgendermaßen. Ich schneide einmal so einfach nur ein, wo ich die Trennung haben möchte, also da unten einmal und da oben. So. Und jetzt fahre ich mit dem Messer die untere Linie entlang. Es muss gar nicht so tief sein. So, da bin ich einmal um. Und oben mache ich dasselbe. So, und jetzt brauchen wir einen Zwirn. Und da fahre ich jetzt in den oberen Schlitz rein. Und ich muss nur schauen, dass das auch da drin bleibt auf der Linie. Und schneide da den Deckel runter. So. Den hebe ich jetzt da her. Und mit dem zweiten Teil mache ich das gleiche. So, auch durchgeschnitten. Das wird da oben kommen. Und jetzt kommt die Marillenmarmelade rein. Jetzt kommt vorher noch ein Schuss Rum dazu. Gut verrühren. Die Marmelade sollte passiert sein, dass nicht da die Marillenstückchen dann drin sind. Wenn ihr gern mehr Rum habt, könnt ihr den auch auf die Torte drauf träufeln, bevor die Marmelade reinkommt. So, also jetzt kommt da die Marmelade auf. Und verstreichen. Mal ruhig. Gescheit. Füllen
setzen wir das jetzt wieder auf. Und das gleiche kommt jetzt da. So, und zu guter Letzt kommt jetzt der Deckel auf. Und die ganze Torte wird jetzt auch noch einmal mit Marmelade bestrichen. Die Glasur muss gut glatt gerührt werden, dass keine Klumpen mehr drin sein, alles schön zerschmolzen ist. Wenn die Glasur nur noch lauwarm ist, dann kann man sie drüber schütten. Und zwar halte ich die Torten da so schräg und fange am oberen Rand einfach an, das schön langsam auf zum Schütten. Das bringt dann. Aber wir müssen aufpassen, dass die Torten nicht mit runterrutscht. Aber die biegt meistens eh schön am Blech. So. Gut, wenn einmal die Oberfläche oben ist, dann fahre ich am Rand noch ein bisschen im Kreis. Das rinnt dann eigentlich von allein oben. So, und überall dort, wo es noch fehlt, fahre ich einfach so entlang mit dem Löffel die Schokolade, die am Blech ist, hole ich einfach so zurück auf. Dann kann das auch noch ein bisschen schräg halten, da habe ich nämlich oben auch noch viel. Jetzt lassen wir sie circa eine Stunde trocknen und dann wird sie überhoben auf eine schöne Unterlage. Die Torte ist jetzt trocken, die hat jetzt über Nacht Zeit gehabt zum Trocknen, also wirklich gut trocken. Und jetzt werde ich die von dem Blech darüber auf das schöne Teller heben. Wenn wir da einmal unter eine kommen, das heißt, die Schokolade da mal abtrennen. So. Und jetzt einmal da durchfahren. Genau. Anheben, kann man mit der Hand runtergehen und schön da aufsitzen. Perfekt. Fertig ist meine Sachertorte. Das genaue Rezept, was ganz einfach ist, findet ihr auf meinem Blog und mich jetzt freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und den Kanal abonniert. Viert euch!